wir sind jetzt hier bei TTV im Rahmen des Girls and Boys Days und unser Thema heute ist typisch Jungs und typisch Mädchen. Wir haben ein paar Beiträge gefilmt und einen davon seht ihr jetzt mit dem Thema, was passiert, wenn Mädchen Fußball spielen können, das ist ziemlich gut. Klar schaffe ich das. Bei uns sitzen jetzt Yukon und Finn. Ihr habt beide bei diesem Film mitgedreht. Wo habt ihr denn den Clip gedreht? Den Clip haben wir hier ganz in der Nähe gedreht. Wir sind eigentlich nur ein Stück rausgegangen und haben beim Ort halt einerseits darauf geachtet, dass wir rasend eine torähnliche Stelle haben, damit wir Fußball halt gut filmen können. Und andererseits haben wir auch darauf geachtet, dass nicht zu viele Leute vorbeikommen. Bestimmt sind trotzdem einige Leute vorbeigekommen. Wie haben die denn reagiert und wurdet ihr einmal angepöbelt oder so? Nein, es sind nicht viele Leute vorbeigekommen. Eigentlich nur einer und der hat dann gefragt, ob er stört und da das nicht der Fall war, war eigentlich alles gut. Denn für viele Menschen ist es ja ein ziemlicher Jungssport, das Fußballspielen. Deswegen spielen ja im Film auch Mädchen. Wie würde es denn aussehen, wenn Jungs etwas Mädchentypisches machen würden? Eigentlich wollten wir noch eine zweite Szene drehen, aber wir hatten nicht genug Zeit und deswegen hat diese halt leider nicht funktioniert. In der Szene sollte zu sehen sein, wie wir beide, also ich und Yukon, uns Mädchenklamotten kaufen und quasi typisch mädchenartig shoppen gehen. Dankeschön an die Gäste. Jetzt schalten wir zu Luca und Lee mit den Nachrichten Männer, Frauen, Karriere und Hobby. Einkommen. Frauen in Deutschland bekommen etwa 5,5% weniger Gehalt als Männer. Und zwar, obwohl sie genau denselben Beruf ausführen, dieselbe Erfahrung und dieselbe Ausbildung haben. Dies stellt eine Studie der Job- und Karriereagentur Glassdoor im letzten Jahr fest. Diese Lücke zwischen den Gehältern nennt man auch Lohnlücke oder auf Englisch Gender Pay Gap. Diese Lohnlücke liegt zum Teil auch daran, dass viele Deutsche ein eher familienorientiertes Rollenbild der Frau haben. Das heißt, dass die Frau sich um die Familie kümmert und deswegen ihren Beruf unterbrechen oder beziehungsweise ihre Arbeitszeiten verkürzen sollte. Deshalb empfinden manche Arbeitgeber Frauen als teuer und bezahlen sie schlechter. Diese Lohnlücke gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, Großbritannien und in den USA. Frauenrechtlerinnen weisen jetzt seit Jahrzehnten auf diese Ungleichheit hin und kritisieren die zu langsamere Verbesserung in Deutschland. Unterschiede in den Hobbys. Viele Jungs und Mädchen machen Sport als Hobbys. Dabei gehen Jungs meistens in der Richtung, wo man Ausdauer und Kraft braucht, zum Beispiel Fußball oder Gewichte stemmen. Mädchen haben häufiger Hobbys wie Turnen oder Tanzen. Genauso würde Jungs häufiger ein Auto zusammenbauen und Mädchen etwas malen. Das liegt aber nicht daran, was Jungs und Mädchen wirklich mögen, sondern auch daran, was ihnen anbieten. Viele Leute können genauso viele Mädchen, die Handballerinnen sind oder Jungs, die schöne Texte schreiben, dass die Biologie-Hobbys glauben. Immer wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Unterschiede der Persönlichkeitsmerkmale. Jungs wirken aggressiver als Mädchen. Dafür gibt es zwei Erklärungen. Erstens, Geschlechtshormone nehmen Einfluss auf das Gehirn. Zum Beispiel das männliche Hormon Testosteron. Mehr Testosteron gleich mehr Aggression. Und das gilt auch schon bei jüngeren Jungs. Die zweite Erklärung ist, dass das Gehirn von Jungs und Mädchen einfach ganz anders funktioniert. In Jungs Gehirn schaltet sich die Kontrollinstanz schneller ab als bei Mädchen. Deswegen reagieren Jungs schneller wild. Was stimmt, ist allerdings nicht genau erklärt. Manche sagen, sogar der Unterschied sei nicht, wie viel Aggression Jungs oder Mädchen haben, sondern nur, wie sie damit umgehen. Andere sagen sogar, es gäbe gar keinen Unterschied.
Unsere Girls und Boys Day Sendung heißt ja typisch Jungs und typisch Mädchen. Aber was ist denn jetzt eigentlich typisch? Wir haben Leute auf der Straße gefragt. Was ist für Sie typisch Jungs? Oh, typisch Jungs. Ich weiß es nicht. Also typisch Jungs ist so ein bisschen Unordnung. Ja, nicht ganz so aufnahmefähig. Typisch Jungs. Weiß ich nicht. Gibt's das überhaupt, typisch Jungs? Kann ich nicht sagen. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kann man heutzutage gar nicht mehr so wirklich sagen, ne? Was wirklich typisch Jungs, typisch Mädchen ist. Da hat jeder seine eigene Definition. Ja, die beiden rum, spielen Fußball. Sind meistens aber auch sehr nett. Bagger, Schwert, Fußball, Auto, Brumm, Brumm, Tütata. Und was ist für Sie typisch Mädchen? Ja, interessieren sich für Mode, für Kunst, gehen meistens gern zur Schule. Sie lieben Kleider, sie lieben Schminken, Rosa ist hoch im Kommen. Weiß ich nicht, ich sehe da nicht so den Unterschied. Ich finde, Mädchen können typisch Jungs sein, Jungs können typisch Mädchen sein. Typisch Mädchen? Ach, es ist so unterschiedlich, ne? Also es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Menschen. Ich kann euch nicht sagen zwischen typisch Mädchen, typisch Jungs und so. Keine Ahnung. Was halten Sie davon, dass es typische Männer- und Frauenberufe gibt? Also ich denke, da sind die Art und Weise, wie die Berufe ausgeführt werden, ist vielleicht zu hinterfragen, weil ich glaube, es gibt keine wirklich typischen Männer- und Frauenberufe. Also eigentlich vom Ursprung her, nur es wird halt so gelebt. Also ich glaube, dass meine Mädels jeden Beruf der Welt machen könnten und mein Junge ebenso auch jeden anderen Beruf. Ja, das ist eigentlich nicht so schön. Aber es ist im Moment ja so, dass die Frauen auch ein bisschen mehr in die Berufe von den Männern reinkommen. Und die Männer auch ein bisschen mehr in die Berufe von den Frauen reinschnuppern. Das merke ich ganz gut bei uns. Ich bin Friseurin. Und da merkt man jetzt, dass viele Jungs jetzt auch ein bisschen an den Ausbildungen dran teilnehmen. Das ist überhaupt nichts. Das ist alles Quatsch. Frauen sollen auch das gleiche Lohn kommen wie Männer. Immer und überall. Also eigentlich gibt es das gar nicht mehr, ne? Vielleicht einige Berufe, wo man mehr Kraft braucht, wo Männer mehr Kraft brauchen als Frauen, da ist es vielleicht noch ein typischer Jungsberuf. Man versucht natürlich irgendwie dagegen vorzugehen durch Gleichberechtigung und hast du nicht gesehen, aber es ist natürlich irgendwo in der Gesellschaft verwurzelt, dass diese Berufe existieren. Seien es bestimmte Klischees über Wissenschaftler, Handwerker oder sonst irgendwas. Aber schön ist das natürlich nicht. Ich finde es halt ungerecht, dass unterschiedlich bezahlt wird, wenn man eine Frau ist, dass man weniger Geld bekommt. Weil eine Frau genau das Gleiche oder genauso gleich gut Dinge tun kann wie ein Mann. Ich kenne einige Beispiele. Ich kenne eine Ingenieurin für Flugzeugbau, die ist mit Sicherheit nicht schlechter, als wenn ein Mann das ausführen würde. Jetzt haben wir Jaren und Yaren hier im Studio. Ihr wart Teil des Umfrageteams. Wie war es denn, so wildfremde Leute auf der Straße zu befragen? Ja, es war komisch, aber auch irgendwie gut. Und Erfahrungen, ne? Ich fand's auch gut. Und also wir mussten halt mutig sein, um die Leute anzusprechen. Haben manche Leute, die ihr gefragt habt, auch einfach Nein gesagt und wollten nicht? Ja, schon, aber manche sind auch einfach weitergegangen und haben nicht geantwortet. Das ist natürlich was Doofes, aber was war denn das Beste, was euch beim Dreh passiert ist? Dass Leute auch mitgemacht haben und auch erzählt haben, welche Berufe auch Frauen machen können, die eigentlich nur Männer machen könnten. Und dass manche auch richtig gute Beispiele zu einer Frage gestellt haben und auch gute Antworten gesagt haben. Aber machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Beitrag. Flirten Mädchen genauso wie Jungs oder anders?
haben den Flirter jetzt neben uns und wir haben natürlich auch ein paar Fragen an dich. Wie war es denn so, mitten im Dreh verliebt zu spielen und da mit jemand anderem zu flirten? Also es war schon ein bisschen komisch natürlich, ne? Und aber es hat dann ganz gut geklappt so. Ich habe die ganze Zeit gezockt am Anfang. Worauf muss man auf Dreh alles achten, zum Beispiel an der Kamera? Also, dass jetzt die Leute dann nicht so doll in die Kamera schauen von hinten oder stehen bleiben. Oder auch, dass es unscharf ist oder verwackelt. Wir waren jetzt ja so ein bisschen zeitlich begrenzt mit den Filmen und man hat auch gemerkt, ihr habt ziemlich viel geschnitten in eurem Film. War es denn am Ende so ein bisschen Stress, das alles noch zu schneiden? Ja, am Ende dauerte das noch ein bisschen mit der Musik, mussten wir noch alles und das dann überladen und so. So, das war's von unserem Girls und Birthday Spezial. Vielen Dank an alle Zuschauer. Wir waren hier übrigens ganze 20 Leute, die hier Beiträge produziert haben. Nochmal Dank an alle Kollegen und Kolleginnen. Bestimmt sehen wir uns das demnächst bei TIDE TV. Tschüss. Tschüss.